ihn dann wieder treffen. Ah, dort. Ich habe eine Vorstellung davon, was uns erwarten wird. Erst müssen wir uns mit Henry an der Southwark Station treffen. Gehen Sie vor, wir treffen uns dort. Moment, das sind die Rooks. Da kommen die Rooks, die neuesten Wichser in London. Was war das gerade? Was ist denn Rooks überhaupt für ein Name? Das hast du jetzt verdient, mein Jutta. Unser Zug hält auch schon hier. Schön. Wir sind wohl zu weit gegangen. Die britische Ostindien-Truppe hat den Zug zu entführen. Oh, so Scheiße. Agnes, was ich hoffe, es geht dir gut. Agnes, ich kümmere mich sofort darum. Der Rest damit auch allein. Errichten Sie nur Ihren Zug. Miss McQueen sollte Richtung Whitechapel fahren. Der Zug ist zu weit weg. Auch eine Kutsche. Toll. Was gleich, dass Green überhaupt in so einer Mission sterben kann. Die Kutsche des Maharajas. Gutes Mädchen. Es geht schon wieder los. Aber halt, die Gegner im Zug versteckt. Ich muss auf diesen Zug. Klar. Oh Mann, ich sehe gar nicht mehr durch.
Dach werfen sollte. Okay. Gegner ausgegangen. Ich muss sie alle Unterbrecht doch mal ihre Platte. Da. Ah, lol. Da noch reden. Du kannst dich da nicht vor mir verstecken. Ich habe mich nicht wirklich versteckt. So. Da werden wir. Eine Katastrophe! Die BOK dürfte mit den Entwicklungen nicht gerade zufrieden sein. Das kann man so sagen. Aber fürs Erste sind sie ruhig gestellt. Vielleicht ist dies nicht der beste Moment, um es anzusprechen, aber... Ich habe noch einen Plan. Ich höre. Es klingt vielleicht tollkühn. Aber warum stellen wir nicht den Kohinoor-Diamanten? Einen Teil der Kronjuwelen? Wofür das denn? Ihre Hoheit mag ihn zwar tragen, aber er gehört ihr nicht. Es ist eine Trophäe, ein Symbol für die Kolonisierung Indiens und genau dort gehört er hin. Es ist ein äußerst delikates Unterfangen, aber ich weiß ja, dass ich mich voll und ganz auf sie verlassen kann. Ich habe bereits veranlasst, den Aufbewahrungsort des Kohinoor-Diamanten ausfindig zu machen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie einen Moment darüber nachgedacht haben. Oh Mann, das kann was werden. Wir sollen die Kronjuwelen stehlen. Schon Schlimmeres getan, also auf geht's.
schon, alte Stute. Unsere Vorräte auffrischen ist schon mal keine schlechte Idee. Kommen Sie! Ich sehe das Glitzern in Ihren Augen! Sie sind in Einkaufslaune! Kommen Sie! Ja, ich bin definitiv in Einkaufslaune. Ich brauche sehr viele Wurfmesser. Sie tun mir einen Gefallen. Ja, vielen Dank. Ich habe mich umgehört und jemanden gefunden, der vielleicht weiß, wo der Koh-i-Noor-Diamant aufbewahrt wird. Oha. Ausgezeichnet. Raubüberfälle liegen mir. Der Mann trägt den Namen Cornelius Tuttibutton. Biertrinker. Was denn? Ich sehe das. Offenbar ein Freund des königlichen Goldschmieds. Wie spüren wir ihn auf? Er hält sich regelmäßig im Pub George in der City of London auf. Klingt nach einem Mann, mit dem ich es aufnehmen könnte. Mach dich nicht lächerlich. Nur die Ruhe, meine liebste Schwester. Ich werde mich auch höchst selbst darum kümmern. Diesmal wollen wir teamarbeiten, na super. Aber ich denke mal, der Raub wird jetzt noch nicht stattfinden. Erstmal brauchen wir die Info, wo der Diamant ist. Ich habe alles, was Sie täglich brauchen. Sprechen Sie mich einfach an. Ich habe das Gefühl, dass es eine sehr witzige Mission wird. Wo ist denn der königliche Goldschmied heute Abend? Ein Mann trinkt nicht gern allein. Was auch immer Sie von mir wollen, ich bin nicht interessiert. Ich bin nur daran interessiert, noch ein Pint zu bestellen. Ich sag Ihnen was. Falls ich mehr vertrage als Sie, erzählen Sie mir, wo der berühmte Koh-i-Noor-Diamant versteckt ist. Sie glauben, Sie können mich unter den Tisch trinken? Ein ziemlich hoher Einsatz für eine sichere Wette. Ich betrachte also die Herausforderung als angenommen. Barkeeper? Zwei Pints für uns. Das kann was werden. Ah. Na super. Na, das kann was werden. Ich hoffe, du verträgst wirklich mehr als er, Jacob. Oh oh. In etwa 10 Uhr, der nächste Morgen. Solange wir nicht neben den netten Herrn... Okay, nackt sind wir aufgewacht, aber nicht neben dem Herrn. Also so darf ich mich beim Zug nicht blicken lassen. Ich muss mich erinnern, was passiert ist. Ich weiß, ich war in einem Paar. Aber in welchem? Oh Mann. Wo ist dein Zeug? Oh. Okay, das könnte ich gewesen sein. Zuletzt besuchten Papa erreichen. Oh. Jacob ist total breit. Ah, Sie haben ihn anscheinend überlebt. Ich war nicht sicher, was aus Ihnen werden würde.
unseren Services. Oh, oh. Sie sind zurück. Ich dachte schon, ich sehe Sie nie wieder, als Sie zu diesem Schießwettbewerb getorkelt sind. Schießwettbewerb? Der Name des Spiels ist... Zerschieß die Flasche. Gold, richtig. Liegt dir das? Sagst du mir, wo der Diamant ist? Zuerst musst du mich hierbei schlagen. Dürfte nicht so schwer werden. Oh, fuck. Du verträgst wohl nicht so viel, wie du dachtest. Der nächste Feind geht auf mich. Du bist ein guter Schütze. Besser, als ich es erwartet hätte. Oh Gott, oh Gott. Also noch mehr. Na gut. Oh, welch ein Jammer. Was ist denn für ein mein Lieber? Du bist ein ziemlich guter Schütze. Du bist ein guter Schütze. Besser, als ich es erwartet hätte. Ja, ja. In diesem Pub sind wir fertig, aber diese Nacht ist noch lang. Ab ins Bricklayers Arms mit dir, Johnny Boy. Folge mir. Ich bin Jacob. Oh mein Gott. Jack, hast du das gesehen? Wer war das? Wer war was? Ach, egal, Cornelius. Sag mir einfach, wo der Diamant ist. Jemand hat's verschüttet. Irgendein Bastard hat mein Bier verschüttet. Hör mal. Bier! Schon gut. Ich finde den Verantwortlichen. Oh Mann, ey. Ach du Scheiße, ey. Schauen wir mal. Ein Kartenspiel kürzlich verwendet. Das Bier wurde über den Boden verschüttet. Mehrere Menschen scheinen hineingetreten zu sein. Vielleicht finde ich in den Abdrücken eine Spur. Das Schlimmste, was ein Mann einem anderen antun kann. Man muss schon einen echt fiesen Charakter haben, um so etwas zu tun. Ja, das glaube ich gerne.